Okay, unser heutiges Thema. Vektoranalysis. Und zwar machen wir nur Lysis. Wir machen nur die Kurven und nicht die weitergehende Vektoranalysis. Also es ist praktisch ein kurzer Anriss von diesem Themengebiet. Noch kurz ein Hinweis zur Nomenklatur. Im Druck sind Vektoren fett gedruckt und handschriftlich mache ich hier für einen Vektor oder Matrizen einen Unterstrich. Das geht schneller, als wenn ich hier oben ein Pfeilchen machen muss. Da macht man einen Strich mehr. Den können wir uns sparen. Machen mit Unterstrich. Okay. So, warum macht man das überhaupt? Vektoranalysis Kurven, wir hatten ja mehrdimensionale Kurven. Und die Idee ist jetzt, dass wir nicht eine Funktion von mehreren Variablen haben, sondern einen Vektor, dessen Komponenten noch von der zusätzlichen Größe, wie zum Beispiel der Zeit, abhängt. Also ganz allgemein haben wir einen Vektor R und im dreidimensionalen Raum haben wir drei Komponenten, zweidimensionalen zwei. Und dieses R hat die Komponenten x, y und z. Und die x, y und z sind jetzt eben abhängig von einem Parameter, der typischerweise die Zeit ist. Ja, manchmal kann es sinnvoll sein, anstatt der Zeit t einen Winkel phi zu nehmen, bei kreisförmigen Bewegungen. Wenn aber phi dann wieder von der Zeit abhängt, dann landen wir doch wieder bei t. Also es geht hier um die Betrachtung von so einem zeitabhängigen Vektor, wo die einzelnen Komponenten jeweils Funktionen der Zeit sind. Das erste Beispiel hierzu kommt dann gleich in die erste Lücke. Das ist nämlich der schiefe Wurf, wenn man sich nochmal anschaut, wie so ein schiefer Wurf aussieht, dann gibt es hier eine Anfangsgeschwindigkeit, wie beispielsweise der Ball abgeworfen wird. Das ist dann V0. Es gibt einen Anfangswinkel, den nennen wir hier Alpha. So. Und diese schiefe Kurve ist ja bekanntermaßen hier so eine Parabel. Und wenn man jetzt einen Punkt auf dieser Flugbahn betrachtet, dann hat er Koordinaten x und y. Und dieses x und y, hier dieses x und y, die sind jeweils abhängig von der Zeit. So, und jetzt kann ich das hier als Vektor auffassen, dann ist dieser Vektor hier r von t abhängig von der Zeit. Und jetzt die erste Frage. Wie sehen denn die Funktionen x von t und y von t, ich sag mal, wie sehen diese Funktionen aus? Irgendjemand. Was ist die Funktion für x von t? Schulphysik. Also x von t ist dann eben dieser der Betrag von der Geschwindigkeit v0 mal dem Cosinus Alpha mal der Zeit. Also in Y-Richtung haben Sie einmal hier die konstante Geschwindigkeit, Anfangsgeschwindigkeit Sinus Alpha mal t, ja, und dann, wir sind hier linear unterwegs, minus 1/2 gt Quadrat. So, und jetzt schreibe ich
diese zwei Komponenten als Vektor. Das heißt, unser Vektor R von T, der ist dann dieses V0 mal Cosinus Alpha mal T und V0 mal Sinus Alpha mal T. Minus 1/2 gt Quadrat. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Punkt der Zeitableitung. Also Zeitableitung, Tangenten und hauptnormalen Einheitsvektor. Das ist auch der Tangenten-Einheitsvektor. Okay, das ist dann gleich die nächste Lücke, die 2. Schauen wir uns an, wie denn so eine Ableitung eines zeitabhängigen Vektors aussieht. Wieder im zweidimensionalen. Also wir haben hier eine Bahnkurve. So, und dann betrachten wir den ersten Punkt P, der hier durch den Vektor R von T beschrieben ist. Und dann vergeht eine gewisse Zeit. Dann sind wir hier am Punkt Q. Und dieser Vektor ist dann eben R von T plus, und jetzt diese gewisse Zeit nennen wir Delta T. Dann sind wir hier am Punkt Q. Und jetzt ist die Frage, beziehungsweise jetzt schauen wir uns hier dieses Delta R an. So, dieses Delta R ist dann gleich, also Delta R ist dann R von T plus Delta T minus R von T, und in Komponenten ausgedrückt ist das dann eben hier x von T plus Delta T minus x von T und das entsprechende in y-Richtung. So, und die Zeitableitung, wenn man, ich sag mal, ist ja nichts anderes, als dass ich hier die Zeit gegen 0 gehen lasse für dieses Verhältnis Delta R durch Delta T. Das ist also ganz ausführlich geschrieben, wieder Delta T gegen 0 von unserem Delta R her. Also R von T plus Delta T minus R von T, jeweils als Vektor, durch Delta T. So, und wenn ich das für die Komponenten einzeln mache, ist das ja nichts anderes als die Definition der Zeitableitung. Das heißt, hier als Komponenten kann ich gleich x Punkt von T schreiben und y Punkt von T. Das ist dann eben vektoriell geschrieben R Punkt von T. So, das ist also zunächst mal die Zeitableitung, und die Zeitableitung ist auch gleichzeitig der Tangentenvektor. Warum ist das so? Wenn wir uns hier dieses Dreieck anschauen,
dann für t gegen 0 geht dieser Vektor hier immer näher an dieses r von t ran, also r von t plus Delta t. Und dann sozusagen in der Grenze bekomme ich hier genau den Tangentenvektor an diese Bahnkurve. Ja, weil die beiden Vektoren nähern sich entsprechend in der Grenze an, t plus dt und t. Und beim Grenzübergang, also wenn man die Ableitung nimmt, haben Sie hier genau den Tangentenvektor an dieser Kurve. So, das, also Ableitung des Vektors nach dem Parameter ist genau der Tangentenvektor. An die Bahn, an die beschriebene Kurve. So, und im Allgemeinen wird diese Ableitung natürlich nicht den Betrag 1 haben. Und wenn wir den Tangenteneinheitsvektor bestimmen wollen, ja, also den der Tangenteneinheitsvektor schreiben wir hier mit e und dann im Index das t im Papula. Papula nennt diesen Einheitstangentenvektor einfach groß t. Ja, aber das passt dann zur restlichen Nomenklatur hier nicht. Deswegen also e für Einheitsvektor Index t. Für den gilt dann, das ist dann die Lücke 3. Also ist dieser Einheitstangentenvektor mein R-Punkt von t geteilt durch den Betrag von diesem R-Punkt von t. Kurze Zwischenfrage, wie berechne ich den Betrag von R-Punkt von t? Ja, also das sollten Sie eigentlich wissen, aber jetzt nochmal so, zur Wiederholung. Was ist der Betrag von R-Punkt von t? Also wenn wir als R-Punkt hier x-Punkt und y-Punkt nehmen, was ist dann der Betrag? Ja. Genau. Also x Punkt Quadrat plus y Punkt Quadrat. Ja. Und entsprechend im Dreidimensionalen haben Sie dann eben hier noch ein plus z Punkt Quadrat. Ja. Wenn Sie zweidimensionalen unterwegs sind, ist die Koordinate z ja 0 oder ich lasse sie gleich weg. Okay. Dann der normalen, hauptnormalen Einheitsvektor, der hat den Index n für einen normalen Vektor. Der lässt sich jetzt aus dem Skalarprodukt, von dem Tangenteneinheitsvektor berechnen, und zwar aus der Ableitung dieses Skalarprodukts. Und zwar folgendermaßen. Zunächst mal gilt, dass das Skalarprodukt unseres Einheitsvektors ist gleich was? Das Skalarprodukt eines Einheitsvektors mit sich selbst, ja, ist 1. So, und daraus folgt dann, wenn ich jetzt diese Funktion hier ableite, also die Ableitung des Skalarprodukts meines Tangenteneinheitsvektors, was ergibt das dann? 1 abgeleitet ergibt die 0. Ja? Nicht alles ist schwierig, was wir hier machen.
So, und wenn ich jetzt dieses hier ableite, wenn man das streng nach der Produktregel macht, was kommt dann sozusagen als Ableitung für ET mal ET raus, wenn ich die Produktregel anwende? Die Ableitung, wenn wir hier mit der Produktregel ableiten, ergibt es dann ET Punkt mal ET plus ET mal ET Punkt. So, und das Skalarprodukt ist kommutativ. Das heißt, ich kann hier auch die Reihenfolge umkehren. Das heißt, die Ableitung ergibt 2 mal ET mal ET Punkt. Und jetzt gucken wir uns die rechte Seite an und die rechte Seite ist 0. Das heißt, ich kann die 2 wegkürzen. Es steht also da, ET mal die Zeitableitung von unserem ET ist gleich 0. Die beiden Vektoren stehen also senkrecht aufeinander. Also ET steht senkrecht auf unserem ET-Punkt. Und das bedeutet, dieser Vektor hier ist ein normalen Vektor. Sind wir aber noch nicht ganz fertig, weil wir wollen ja den einheitsnormalen Vektor berechnen, also den EN, sprich, da soll die Länge 1 haben. Wie berechne ich also folglich diesen einheitsnormalen Vektor oder normalen Einheitsvektor? Das ist also hier wie vorhin schon beim Tangenteneinheitsvektor ET Punkt durch den Betrag von ET Punkt. Dann haben Sie den normalen Vektor. Okay, also jetzt haben wir den Tangenteneinheitsvektor, den hauptnormalen Einheitsvektor. Dann können wir zum nächsten Unterkapitel.